eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ein Elektroauto vor der Türe. Schon beim ersten Blick auf das Haus in Pielenhofen ist klar, hier ist die Energiewende und der bewusste Umgang mit Ressourcen angekommen. Seit 2007 wurde das Haus der Familie Meyer komplett energetisch saniert. Es wurden Außenwände und Dach isoliert, neue Fenster und Heizung eingebaut und auch eine Photovoltaikanlage installiert. Ludwig Meyer hat dazu den Stein ins Rollen gebracht. Wir erzeugen also gut 90 oder bis 92% von unserem Strom selber durch die PV-Anlage. Auch die Mobilität, also per Elektroauto wird ja über die PV-Anlage gespeist. Und die Heizung wird mit Pellet. Also eine Pellet-Heizung haben wir seit letztem Jahr. Vorher haben wir Öl verbrannt und das ist ja jetzt ein Pellet, also Holz-Pellet-Heizung. Und das ist ja regional, also Holz ist ja ein regionaler Brennstoff. Durch die Pelletsheizung wird zudem das Wasser erwärmt. Außer wenn die Sonne scheint, dann macht das die Solarthermieanlage. Seit 2010 fährt Ludwig Meyer zudem ein Elektroauto. Das hier ist bereits sein zweites. Der Beweggrund war ja natürlich, dass man da keine Energieimporte braucht, sondern das kommt also vom Dach, von der PV-Anlage direkt über die Leitung in den Akku rein und dann kann ich mit den Sonnenstrahlen fahren. Doch er will auch der Öffentlichkeit zeigen, was im Bereich des Energiesparens möglich ist. So brachte er die Leihausstellung Energiewende bereits in die Region. Beim Haus stand der Umweltgedanke im Vordergrund. Das ist ja der Sinn, dass man das zeigen kann, dass man ohne Atom, ohne Kohle und ohne Öl trotzdem leben kann und auch Mobilität machen kann. Und das geht.